Kilimanjaro, Kilimanjaro. Ob ich den Kilimanjaro schaffe oder nicht, das verrate ich euch noch nicht. Denn heute ist erst der Tag 5. Das schlechte Wetter haben wir unter uns gelassen. Und so langsam wird die Luft dünner. Es geht heute ins Basiscamp auf 4630 Meter. Die Spannung steigt. Die Inhalte dieses Videos habe ich hier mal für euch aufgelistet. Zum Anfang aber erstmal ein Blick in die Karte. Es wird ernst. Wir steuern das letzte Camp vor dem Chili-Gipfel an. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten eine eisige Nacht. Man sieht es hier, es hat gefroren auf dem Zelt, aber dafür schön klar und schon einen kleinen Blick auf den Kilimanjaro. Super Frühstück heute Morgen, frische Ananas, Porridge und ich liebe Pancakes bzw. Crepes. Ja, ein zusätzliches Gadget, was ich mir noch vor der Reise besorgt habe, in der Hoffnung, dass ich natürlich auf dem ganzen Weg Sonne habe, ist dieses kleine mobile Solarpanel. Liefert 27 Watt. Ich hatte es bisher nur eine Stunde im Einsatz. Aber da hat es wirklich gut gearbeitet. Und jetzt kommen wir in die zweite Stunde. Ich finde es super. Das Ding pumpt ordentlich, wiegt so um ein Kilo. Hatten einfach ein bisschen Pech mit dem Wetter. Aber ich bin mit den zwei Powerbanks recht gut aufgestellt, was die Energie angeht. Aber ich will es jetzt trotzdem mal einsetzen. So, es geht wieder los. Unsere letzte lange Etappe. Nee, Quatsch, vorletzte. Die Gipfelbesteigung werden ja auch nochmal 1200 Höhenmeter. Heute haben wir 700 auf 4600 und ein paar zerquetschte. Heute Morgen dieses fantastische Wetter motiviert. Wir sind total happy. Mal schauen, wie lange es anhält. Wie immer lasse ich bei meinen Wanderungen für euch meinen Trecker mitlaufen, um unsere Tour 1:1 wiederzugeben. Was unsere Sauerstoffsättigung anbelangt, schlagen wir uns ganz gut. Ich habe jetzt wieder eine leichte Steigerung auf 88. Anja hatte heute Morgen 89. Unser Puls liegt aber durch die Bank, also bei mir zumindest, immer so bei 85 Schlägen. Und in der Regel habe ich aber in Deutschland einen 60er Puls, einen Ruhepuls. Diese zweimal täglichen Checks sind Gold wert, denn jährlich werden bis zu 1000 Menschen vom Berg evakuiert, weil die Höhenkrankheit hart zuschlägt oder die Gesundheit in dieser Höhe einfach nicht mehr mitspielt. Eben noch Eis auf dem Zelt. Jetzt schon wieder im T-Shirt unterwegs. Zeitunterschied eine Stunde. Das ist auch etwas, was den Kilimanjaro oder die Wanderung zum Kilimanjaro ausmacht. Einfach die riesen Range an Temperaturunterschieden. Und das macht es manchmal auch ein bisschen kompliziert, würde ich nicht sagen. Aber man muss im Prinzip für alles was dabei haben. Aber die Sommerklamotten wiegen ja nichts. Von daher. Die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind perfekt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich wir sind, bei solchen Aussichten an den Gipfel zu kommen. Bin mal gespannt auf die ersten Gipfelstürmer. Denn im Barafu-Camp treffen sich jetzt alle.
Die einen, die morgens vom Gipfel kommen und die anderen, die in der Nacht nach oben steigen, so wie wir. Ja, der Berg hinter mir, wo gerade die kleine Lawine abgegangen ist, ist der Kibo. Es gibt hier auf dem Kili drei Gipfel. Den ersten, den Schira, da kamen wir auch schon her. Dann den Kibo und den dritten, den weiß ich nicht mehr. Aber den sehen wir noch mal von der anderen Seite. Die Hälfte der Strecke ist schon geschafft. Hier drüben sieht man das Barafu Camp. Das ist unsere Station für die nächste Nacht. Und von dort aus geht es dann hoch zum Gipfelsturm. Auch wenn ab der Mitte der Strecke der Wind einsetzt, es merklich kühler wird und auch der Weg keinen besonderen Anspruch an uns stellt, genießen wir die schöne Aussicht über das karge Lavageröll. In Serpentinen geht es die letzten Höhenmeter. So, jetzt sind wir gleich im Barafu Camp angekommen. Liegt auf 4630 Meter. Und hier verbringen wir die kurze Nacht. Das Camp zieht sich ziemlich am Grat entlang und man muss noch einige Meter erklimmen, bevor man am finalen Schild ankommt. Was zählst du? Oh, ist anstrengend. Ein bisschen hinter Luft. Super, aber wir haben es ja jetzt geschafft. Unser Zeltplatz liegt etwas versteckt hinter einem Felsen. So wie das aber aussieht, hat das Team ein super Plätzchen ergattert. Die Laune im Camp ist grandios. Läuft. Mama. Thank you, Jackson, for guiding today. Thank you, Jackson. Welcome. It's a very great place. No wind. Im Barafu Camp angekommen, sieht man wunderbar den dritten Gipfel. Yes. That is Mawenzi. Mawenzi. Yes, Mawenzi. But it's a really nice place. Wir haben es geschafft. Schönes Plätzchen hier, ein bisschen in der Windabdeckung und schon geht es einem wieder gut. Super schöner Platz hier. Bevor es aber in 2 Stunden zur Höhengewöhnung noch mal etwas bergauf geht, gibt es lecker Essen und etwas Ruhe. Apropos Essen, da vielen bei zunehmender Höhe der Appetit vergeht, solltet ihr zu den standardmäßigen Energie- und Müsli-Riegeln auch etwas Salziges am Start haben. Ihr werdet euch an meine Worte erinnern. So, wir machen jetzt Walk High, Sleep Deep. Und laufen jetzt noch mal 100 Höhenmeter nach oben und werden uns da ein bisschen hinsetzen, um noch ein bisschen besser zu akklimatisieren. Ihr seht ja, hier vorne geht es noch mal ordentlich den Berg hoch. Dort geht es zum Kosovo Camp. Das liegt noch mal 200 Meter höher. Anja testet noch ihre Stöcke und oben genießen wir den Blick aufs Barafu Camp. Das hat auch einen Hubschrauberlandeplatz für medizinische Notfälle. Und der Hubschrauber war heute nicht nur einmal im Einsatz.
In der Nacht sind Temperaturen minus 16 Grad mit richtig eisigem und biestigem Wind. Unsere Heimwaffe, die Thermopads. Und zwar haben wir da welche für die Füße. Die haben wir schon getestet. Die Dinger blähen sich dermaßen auf, dass man eine Schuhgröße größer braucht. Also die sind maximal einsetzbar, wenn man quasi ja, im Zelt liegt. Und die Handwärmer hat jeder von uns nur eins. Aber es steht ja unten dran 12 Stunden. Dann müsste das auf jeden Fall mal für den Aufstieg reichen. Der ist angesetzt mit 6 Stunden. Also sind wir mal gespannt, ob die was können. Ich werde berichten. So ihr Lieben, wir legen uns jetzt noch mal eine Runde aufs Ohr, denn um 24 Uhr geht es los auf den höchsten Berg Afrikas bei dem ersten der 7 Summits.